So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben beim letzten Mal die Aldition getestet. Pizza vom Aldi, die Limited Aldition Aldition mit Pizza 4 Käse. Die fand ich richtig genial. Für eine Käsepizza richtig gut. Ich habe schon so viele Käsepizzen probiert. Alle pokern immer hoch mit ihren Käsesorten, aber meistens hast du gar keinen richtigen Käsegeschmack. Hier dieser Roquefort hat auf jeden Fall herausgestochen. Dieser komische, schimmlige, brutale, bittere, ekel Käse. Also das ist bestimmt eine Delikatesse. Ich fand ihn richtig pervers, aber insgesamt eine richtig gute Käsepizza. Ich habe gesagt, ich habe noch eine andere, und zwar die hier. Und um die soll es heute gehen. Auch wieder Limited Aldition Pizza Pepperoni Salami. Und da freue ich mich besonders drauf. Denn ich bin ja der herzhafte Typ, das heißt, ihr könnt mir mit einer schönen scharfen Salami eine Freude machen. Die wollen wir jetzt natürlich auch auspacken. Pizza Pepperoni Salami mit schnittfesten Mozzarella und Pepperoni Salami. Die andere war richtig gut, auch vom Boden her. Den Boden fand ich super mega klasse, der war super fluffig und lecker. Die war nicht zu trocken, die habe ich natürlich auch nicht so lang drin gelassen. Ich muss mal aufpassen, dass ich es bei der auch schaffe, die perfekte Zeit und Temperatur zu finden. Ich versuche jede Pizza jetzt immer bei 180, zwischen 150 und 200, so 180 Grad zu haben, ein bisschen zu wärmen, dass die nicht steinfest wird und knüppelhart und trocken, sondern dass sie noch ein bisschen fluffig ist, warm, aber trotzdem gut schmeckt. Die sieht gut aus, ihr seht ja auch auf der Salami rote einzelne Flöckchen. Haben die da etwa Chili-Gewürz drauf gemacht? Die sind ja richtig gut unterwegs beim Aldi. Die hauen wir jetzt erstmal in den Ofen und gucken mal, wie es schmeckt, wenn sie wieder rauskommt. Adi Schatz, alles Gute! Nicht die Folie essen, aber die Pizza in den Ofen. So, guckt die euch nochmal an. So sieht die jetzt aus. Und so geht die jetzt hier rein. Und so sehen wir sie gleich wieder. Adi Schatz! So, die Pizza ist natürlich fertig. Wir nehmen mal wieder unseren Teller, gehen hier rein, nehmen das mit. Richtig genial. Das ist übrigens noch dasselbe Papier wie gestern von der 4-Käse-Pizza. Und jetzt guckt euch die mal an. Sieht die nicht herrlich aus, wie rot uns die Pepperoni-Salamis angrinsen. Der Boden ist immer noch ziemlich weich, aber knusprig gleichzeitig. Nämlich hier, zack, da war es knusprig. Und jetzt wollen wir die natürlich noch tasten. So, da sind wir mit der fertigen Pizza. Jetzt haben wir die auch geviertelt. Hier steht sie, hier ist die Kulisse. Guckt euch das an. Da stehen die Aldition Sets. Wir müssen das fürs Thumbnail aber nochmal reinhalten. Pizza Pepperoni Salami und die Pizza direkt daneben, dass man das sieht, wie das ausschaut. Das ist die Pizza von der Aldition. Von der Aldition Pizza Pepperoni Salami. Wenn es nicht würzig genug ist, haben wir wieder Tabasco am Start. Aber wir wollen erstmal so probieren. Nehmen uns hier hinten jetzt so ein Stück rein. Der Boden ist halt wirklich super dünn. Trotzdem weich und ich weiß nicht, ich kenne das nicht von einer Tiefkühlpizza. Ich habe ja letztens schon gesagt, ich habe diesen Geschmack von diesen Frischteigpizzen, die nicht mal gefroren sind, so immer rumliegen. Sind wir mal gespannt, was das hier hat. Die wirken im ersten Moment natürlich jetzt ein bisschen fettig, aber wir beißen mal rein. Heiß! Auf der Packung könnt ihr das auch schon sehen. Hier ist sogar eine Schärfestufe eingezeichnet. Hier sind drei graue Chilis zu sehen und die erste ist weiß ausgemalt. Das heißt Stufe 1 von 3. Es gibt natürlich keine anderen Sorten. Es gibt keine Stufe 3 oder so. Aber damit ihr wisst, wie scharf das sein soll oder wie würzig. Es ist nicht wirklich scharf, aber es ist trotzdem würzig. Und es hat einen richtig starken, angenehmen Geschmack. Also eigentlich wirkt es gerade wie eine Salami, als wären das Mini-Salamischeiben. Pepperoni-Salami ist es aber. Die ist auf jeden Fall kräftig. Hier haben wir überall Fettaugen dran. Die geht richtig gut rein. Ich war von der
Käsepizza schon begeistert. Ich muss sagen, die hat auch einen richtig guten Geschmack. Die kommt gut an die Ja-Edel-Salami ran, die ich sonst immer gern esse. Nur, dass die irgendwie größer ist, hat einen größeren Durchmesser, hat einen dünneren Boden und weiß ich nicht, wirkt irgendwie qualitativ hochwertiger als die Ja-Edel-Salami. Und geschmacklich finde ich trotzdem beide top. Wenn du reinbeißt, das hat so eine ganz leichte crunchy Knuspernote bei dem Boden. Das ist alles nicht zu trocken. Es ist trotzdem nicht komplett schlapprig. Ihr seht, gestern die hat durchgehangen. Die hier steht steif in der Luft. Ich möchte mir trotzdem jetzt noch ein bisschen Tabasco da drauf machen. Hier steht ja sowieso, passt perfekt zu Pizza, Pasta, Suppen, Drinks. Gibt allem den nötigen Pep. Deswegen werden wir uns jetzt ein anderes Stück nochmal nehmen. Wenn wir noch eine Spitze da haben, werden da was drauf machen vom Tabasco, dann hat die auch eine Schärfe, aber ohne die Schärfe hat die trotzdem schon einen richtig guten Geschmack, wie ich finde. Schmeckt also nach was, kann was. Bin ich enttäuscht, ist keine Berlin Tag und Nacht Pizza. Ich glaube, die sind mir immer noch schlecht in Erinnerung geblieben. Wir haben jetzt hier vorne ein bisschen Soße drauf getröpfelt. Ich muss schon husten vorher. Weil es so gut war, gleich hier hinten nochmal auch noch ein paar Tröpfchen drauf. Hat jetzt halt wieder diese bissige Essignote noch mit dabei. Und im Nachgeschmack brennt es jetzt ein bisschen in der Kehle. Aber ihr schmeckt trotzdem noch was von den Salamis, von dem Boden, von dem Käse. Ist trotzdem fluffig, es ist warm. Es ist eine super Pizza. Ich habe halt die Befürchtung, dass es die jetzt nicht mehr gibt, weil das war eine limitierte Edition, aber wenn ihr im Aldi vorbeigeht und seht, da sind noch Restexemplare, irgendwas, was ich noch nicht gekauft hat, weil die Leute Angst davor haben, was Neues zu probieren, nehmt die ruhig mal mit. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr beide Sorten probiert? Welche fandet ihr besser? Fandet ihr beide gut? Wenn ihr die nicht kennt, ich sage, ihr habt was verpasst. Dafür, dass das eigentlich eine Billigpizza ist, gefällt mir die trotzdem richtig gut. Die mit Käse, sehe ich gerade, hat 430 Gramm gehabt. Die hat 412 Gramm, ist trotzdem wuchtig. Ich werde den Rest mir jetzt hier noch einverleiben. Ich bin begeistert, wenn ich die sehe, die würde ich jederzeit wieder kaufen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmm.